So, und damit begrüße ich euch nach relativ langer Zeit, nach 2 Wochen Pause, mal wieder zu einem Stream von mir. Die Animation vom startigen Bildschirm hat schon mal nicht funktioniert. Ach, das ist ja schon wieder ein gutes Zeichen. Aber, naja, gut, okay, gibt wahrscheinlich auch Schlimmeres. Ja. Ich muss mal eben gucken, ob mein Bot connected ist, weil ich habe den neu eingerichtet. Und ich weiß nicht, ob wie der funktioniert, weil ich musste den ja neu einrichten, weil aufgrund ja, gut, der funktioniert. Da ich einen neuen PC habe und ich leider vergessen habe, die Daten aus dem Bot zu sichern. Ja. Wurde der leider resettet und ich musste ihn neu einrichten. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber es soll kein Beinbruch sein. Genau, wie es in dem Panel steht, werde ich alles Mögliche. Ich habe schon relativ viele Videos durchgeguckt, um mögliche Stunden zu rekonstruieren. Dafür passt das schon. Jetzt bekomme ich gerade eine WhatsApp, auf die ich eben einmal antworten muss. Das heißt, ich bin einmal kurz wieder stumm. Jetzt sollte es aber wirklich gewesen sein. Ja, was machen wir heute? Wir fangen heute ein zweites Mal Assassin's Creed an. Was ja letztes Mal leider, ja, nicht so gut geklappt hat mit meinem alten PC, aber es wäre ja eh nur einer gewesen. Das heißt, wir werden die ersten Minuten von dem Spiel nochmal sehen. Das war ja nicht so viel. Und das sollte ja zum Glück kein Problem sein. Dazu schicke ich euch jetzt dann auch mal direkt in die Live-Scene. Reden wir gar nicht groß. Okay, jetzt läuft es auch total gut. Und dann gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Wie gesagt, starten wir heute mit Assassin's Creed. Ganz in Ruhe. Und gucken mal, wie meine Karriere als Assassine so verlaufen wird. Oh, danke Max für deinen Raid auf jeden Fall. Danke. Wie war dein Stream? Interessant, dass der Sound nicht über meine Kopfhörer ging. Das muss ich mal eben umstellen. Ich hoffe, dein Stream hat gut funktioniert. Was heißt tot? Das glaube ich nicht. Ja, gut, okay, wir wollen das nicht nochmal gucken.
Tot, ja gut, okay, das kann vieles heißen. Ja, wir müssen ein neues Profil erstellen. Achso, ich muss was eingeben direkt. Nee. Hä? Ja, achso, auf Auswählen klicken. Ja, gut, okay, der Name ist jetzt nicht so schwer. Den werde ich wohl finden. Och, du armer Kerl, bist du denn wenigstens in der Story weitergekommen? Wie, du hast nichts getroffen, das glaube ich dir nicht. Du bist doch hier unser Aimbot, du triffst doch immer alles. Weiß ich nicht, hast du nicht. Ach ja, du hast Rainbow Und gespielt. ich dachte richtete irgendwie mein du. Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach innen war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und ihr Erkenntnis mir. Mir das Leid. Oh. Stimmt, du hast Rainbow gespielt und nicht. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung Du hast ab, nicht Rainbow gespielt, sondern du hast Rainbow gespielt und nicht. Erstmal versuchen Sie sich zu entspannen. GTA. Ich stabilisiere ihn. Das wollte ich sagen. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie das nicht, was Sie sehen? Ach du Armer. Hast echt nichts getroffen? Aus der Vergangenheit. Wir wetten das jetzt immer noch viel mehr, als ich getroffen habe. Verdammt, es Das wird immer noch mehr sein, als ich treffen würde. Also ganz sicher. Ziemlich sicher. Spiel. Glaube nicht. Ach so, das ist wieder wegen meiner Upsi. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist ja. Na gut. Das reicht, Miss Dürner. Ja, bla bla bla. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Nein, müsst ihr nicht. Okay, das ist gut. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Ja, mach mal. Schon okay. Aber, hey. Der hat mich geschubst. Alles hätte fast okay? einfach Stream ausgemacht. Aua, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so schlecht Schweine. Läuft. Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Tja. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen. Ich kann das ja. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Okay, gut. Was wollen Sie von mir? Dass Sie Nein. tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Ja, wenn schade, wir dass es nicht haben, so gut gelaufen ist, können finde ich Sie so, gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Nächstes Mal wird bestimmt Dann besser. Legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt. Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Irgendwie Legen so Sie nicht. Sich hin. Ja gut, okay, ich lege mich ja schon hin. Eine weise Entscheidung. Habe ich eine andere Wahl? Wo bin ich? Im Innern Hallo. Des Animus. Das Dark. Heißt?
Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen sie eine Art Einweisung. Nun gut, wir fangen ganz einfach an. Eine Einweisung wäre sehr nett, ja. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Okay. Gut, aber dass wenn die wir ganz versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in ich den Körper ihres Animus zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Also mit anderen Worten, mein Unterbewusstsein wehrt sich dagegen, ein Assassine zu sein. Das ist ja schon mal eine super Voraussetzung. Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Ja, mach mal. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Ja, gut, okay, da auflaufen. Anweisungen folgen in Kürze. Oh. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls okay. Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Ja, ich versuch's. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Oh Gott. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Ja. Gut. Was ist Taste 0? Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Okay, das ist E, das ist klar, da stand er eben. Gut. Okay, das ist jetzt... Das kriege ich hin. Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Ah, okay. Also gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Ja, finde ich ja. Lass mich mal durch hier. Oh. Dankeschön, Dankeschön. Perfekt. Gut gemacht. Ja, finde ich auch. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Exzellent. Gut, okay, das war jetzt nicht so schwer. Wir setzen die Synchronisierung fort, ja, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Gut. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Okay, erst die Taste, dann die Taste und dann die Taste.
gut. Ach, der Arme. Aber es ist ja nur eine Puppe. Ist ja das. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Okay. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Ja, gut, könnte ich. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Okay, ich versuch's. Ey! Ey! Ah, jetzt konnte ich viel früher los, das ist okay. Gut gemacht. Gut. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Ja, gerne. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Okay. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Ich hätte gedacht, es gibt mir Informationen über meinen sozialen Status. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Unauffällig, schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. F. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Ah, okay. Der Arme. Die arme Puppe. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Okay. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Eine Assassine! Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Ja, ich bin ja auch vor den Vorgrad. Nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Du kannst mir nicht entkommen! Bestimmt kann ich entkommen. Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Alles klar, zum Dachgarten. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Warten kann ich. Okay, warte ich. Zur Hölle damit. Ich habe Besseres zu tun. Ja, hast du vielleicht. Gut gemacht. Ja. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Oh, das ging schnell. Gut. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Gut. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Okay, also Sichtkontakt unterbrechen und dann habe ich Bänke, Strohballen, diese Dachgärten und Gelehrte. Okay, gut. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Ich bin ein Gelehrter. Ich gehe bestimmt nicht einfach so zwischen euch durch. Beachten Sie nicht das Schwert an meinem Gürtel. Ich bin Gelehrter. Ganz unauffällig. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Ja. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Okay. Gut gemacht. Weiße Informationen, gelb, Attentatsziel, Rotsoldat, Laufverbindung. Okay, gut. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote.
Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Klar. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, immer. Gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Klingt normal, ja. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Gut. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Und das war das Tutorial.